Moin zusammen, ich bin Chris, Stadtführer für Hinz und Kunst in Hamburger Straßenmagazin. Ich werde euch jetzt die etwas andere Seite von Hamburg zeigen, nicht die typische Touristenseite, die man so kennt, sondern ich zeige mal die Armut in Hamburg. Und da gehen wir jetzt zu verschiedenen Einrichtungen hin. Hinter mir ist das sogenannte Drop-In. Dort kann ein Heroinabhängiger sich im sogenannten Druckraum sich Heroin spritzen. Viele Menschen sind auf der Straße und nehmen halt, wie gesagt, Drogen, Alkohol zu sich, um das Leben schön zu betäuben. Testet euch mal selber, wie süchtig ihr schon Ansatz von süchtig seid. Ich sage nur Mediensucht, McDonald's, wer ist suchtfrei? Kleine Bewegchen werden hier beim sogenannten Hausarzt auch erledigt, aber wann geht ein Obdachloser denn überhaupt zum Arzt? Meistens dann, wenn es zu spät ist. Du nimmst dir morgens vor, zum Arzt zu gehen. Dann trinkst du 2, 3 Bier, gehst erstmal die Drogen nach und was weiß ich, ja, um 11 Uhr, Thema erledigt, ich gehe morgen zum Arzt. Und so verschiebt sich das leider von Tag zu Tag. Da machen sie aber auch nicht auf Spaß, sondern das ist die Erkrankung. So, ich selber bin ja auch irgendwie bei Hinz und Kunst gelandet. Ich wurde damals mit 1,5 Jahren meine Eltern weggenommen, per Gericht. Und dann bin ich ins Heim gekommen, und dann bin ich in verschiedenen Heimen groß geworden. Das war nicht einfach. Da habe ich meine paar Sachen genommen und habe dann 7 Jahre auf der Straße gelebt. Das heißt, ich war 7 Jahre so doof und habe mir keine Hilfe geholt. Lieber einmal zu viel Hilfe geholt, wie einmal zu wenig. Und dafür braucht man sich nicht schämen. Im Gegenteil, das ist Stärke und keine Schwäche.